Und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir machen heute Polizeimission. Beziehungsweise NCPD-Aufträge heißen sie, glaube ich. Verbrechensmeldung? Irgendwie so. Ja, Verbrechensmeldung steht doch da recht, okay. Guten Tag. Was ist mit dir? Aha, okay, ich hinterfrage das nie weiter. Gute Quest. Hätten wir beim letzten Mal noch machen können, egal. Gut, dann fahren wir heute ein paar Verbrechensmeldungen hier ab. Würde ich mal sagen. Meine Güte. Ich bin wieder ein bisschen spät, ich bin ein bisschen müde schon. Waren wir da nicht gerade eben? Nein, nee, wir waren ein bisschen weiter oben. Guten Tag. Ist da nur diese Drohne? Ich ping mal. Tschüss, kleine Drohne. Okay, hier liegt einfach einer. Ach, hier wird das Gespräch. Lass mich lesen, komm. Oh, auf Q, auf E kann ich, doch, auf Q kann ich auch schlafen. Oh, Leute, nee, komm. Halbe Buch, Junge. Oh, neue Mission. Wo dieses? Zu Ninas Unterschlupf. Picknick am Straßenrand. Ja, Spiel, genau. Ich fahre jetzt bestimmt einmal im Kreis. Oh, ich bin auch da. So, guten Tag. Guten Tag. Was ist denn hier? Noch ein archiviertes Gespräch. Lass mich doch bitte lesen. Also nur wenn es kein halbes Buch ist. Also halbes Buch lese ich ja sogar meistens, aber ganze Buch dann halt nicht. Wenn ich ein Buch lesen will, dann mache ich Switcher auf, ne? Dad? Willst du mir Feuerwerk verpassen? Dad, bitte. Endlich auf dich hinter Black. Was? Hinter die Blackwall zu gehen. Hast du denn gar nichts gelernt, nachdem was mir passiert ist? Meinst du diese ganze Lachnummer, die ich auf deine Runs schicken? Was? Meinst du diese ganzen Lachnummern, die dich auf deine Runs schicken? Rühren den Finger, um dir zu helfen, wenn was schief geht? Sei doch nicht dumm, Nina. Hör einfach auf. Solange du das noch kannst, bitte. Glaub mir, es ist einfach nicht wert. Ja, scheinbar ist es zu Ende. Ja, Papa hat ja gesagt, ne, pass auf. Aber Kindchen wollte wieder nicht hören, nicht? Dann wollen wir noch zum nächsten fahren. Meine Güte, Alter. Ich glaube, die haben wir schnell abgeschlossen hier. Wahrscheinlich fliege ich damit jetzt komplett auf die Fresse, das ist ein ultralanges. Auf jeden Fall ein verlassenes Riesenrad. Erinnert mich direkt ein bisschen an Tschernobyl. Weil, verlassenes Riesenrad, ne, ihr versteht. So, guten Tag. Ich möchte anmerken, dass hier ist sogar ein Fahrzeug zu befahren. Warum genau soll ich nach hier unten fahren, wenn das oben ist? Spiel, warum bist du zum Fick nicht in der Lage, anständig... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Navigation zu machen.
An alle NCPD-Superunternehmer. Bericht über einen Verdacht auf organisiertes Verbrechen nahe Eden Beach. Mega Rides. Stanislaus Zbysko ist wahrscheinlich vor Ort. Ein bekannter Anführer der Scavenger mit zahlreichen Vorstrafen Schmuggel. Die Stadt bietet eine Belohnung für die Neutralisierung von ihm und seinen Leuten. Okay, cool. I guess. Sind das Scavengers? Ja, Scavengers, nice. Und da hinten steht ein Geschützturm, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist ein Geschützturm. Cool. Ping mal kurz. Halt dich bloß nicht fest. Viel zu einfach. Okay, da ist einer. Kann ich hier nochmal pingen hier? Die habe ich noch nicht gesehen gehabt. Au! Найду тебя, сука, и ноги повыдергаю. Тогда не убежишь. Man kann Takedown? Das ist ja mega cool, Alter. Das wusste ich nicht mal. Den hatte ich offensichtlich auch noch nicht, okay. Okay, das Geschütz kann ich umpolen, heißt doch, dass es meins ist, oder? Ja, genau. Unterstützungsmodus ist auch meins. Ach, nur auf markierte Ziele, okay. Belastung, Kontrollübernahme, Ablenkungsmanöver. Schalten wir es einfach mal aus, oder? Wieso bist du nicht sofort gestorben? Nach meiner Auffassung war das ein Insta-Kill. Die beiden sind auf jeden Fall alarmiert. Das gefällt mir nicht. Was war das? Ich weiß auch nicht. Ausschalten bitte. Ich spring dir gleich auf die Rübe, wenn es okay ist. Schalten wir auch mal aus. Die schalten wir auch mal aus. Woher weißt du eigentlich jetzt, wo ich bin? Hm? Ich hab niemand gesehen. Weg. Gib mich das mal her. Die Waffe schießt leider nicht sehr konsistent. Hier irgendwie rein?
Junge? Danke. Wer hackt mich denn? Leck mich am Arsch, verreck! Pisser. Ich kann nicht schießen. Warum ist meine Waffe immer noch geglitscht, Alter? Wie lange soll die Scheiße dauern, ey? Ist ja absolute Frechheit. Wie lange dauern denn diese verfickten Glitches? Ist ja maßlos nervig, ey. Hab ich übrigens erledigt, ne? Freunde vom NCPD. Meine Fresse, ey. Da liegt einer, ja, okay. So. Kurz mal ein bisschen umgucken hier, ob hier irgendwas Interessantes rumliegt. Ich glaube nicht, dass der noch live war, aber ey. Hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass wir noch live sind, nicht wahr? So. Zack, die Hälfte davon habe ich glaube ich gar nicht umgebracht. Jo, so, ne, ich hätte echt nicht sagen sollen, wir kommen hier gut durch. Wir kommen hier überhaupt nicht mehr gut durch seitdem. Ja, okay, sein Kopf ist offen, ne, also. So. Da sind noch orange Sachen. Danke, danke. Und ein neues Gespräch. Vorab, das hier muss geheim bleiben. Also Klappe zu, klar. Die Animals haben sich auf Goose gestürzt und alle Hightech-Implantate geklaut, die er für die Tigers transportieren sollte. Mitleid ist übrigens nicht nötig. Der Mann war zwar ein guter Chung, hat sich am Ende zu viel rausgenommen. Die Tigers werden die Charade glauben. Goose ist nämlich tot. Aber wehe, einer von euch Saftsäcken zwitschert denen nun ein Wort. Oder stolziert mit den Impulsgranaten herum. Die ganze Ladung geht ins Mutterland, klar? Gut, also der wollte Sachen nach, wie heißt das hier nochmal? Was ist hier Russland? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nach, ins Komrad lang schicken. So, meine Güte, ich kann gar nicht auf, Oder ist es noch die Sowjetunion? Das könnte sogar nicht die Sowjetunion sein, ne? Die Sowjetunion, meine Güte. So, wir haben noch 6 Minuten. In der Zeit schaffen wir auf jeden Fall noch einen, oder? Dann haben wir hier noch 4 offen. Um das Gebiet abzuschließen. Ja, sollten wir schaffen, würde ich sagen. Wir müssen nochmal wieder ein paar Cyber-Psychos machen. Wir haben 3 Stück offen, glaube ich. Also mindestens 3 habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. So. Dann wollen wir mal dahin fahren. Ich kann wahrscheinlich nicht unten lang fahren, weil es oben ist. Ja, ich denke schon. Er dürft keinen Unterschied machen. Wahrscheinlich gehen wir eine Treppe hoch, ja. Was ist denn hier schon wieder los? Alter, warum sind denn hier... Junge, hier, danke, Voodoo Boys. Okay, und da oben sind auch Voodoo Boys. Nee, da hinten meinte ich. Alter! Danke. Aus irgendeinem Grund muss ich inzwischen häufiger Z drücken, um umzuschalten. Hm. Haben sie dir ins Hirn gefickt? Das ist, glaube ich, kein korrekter Satz, aber ja. Also, mir haben sie legitim ins Gehirn gefickt, Bruder. Servus, wer sind denn Sie? Arasaka! Schade, für Selbstmord habe ich gar nicht mehr genug. Kurz 2 Sekunden gewartet, habe ich ja wieder genug. Achtung, sie hackt uns!
Ich habe ihn leider getroffen. Das wollte ich nicht übrigens. Kannst du bitte wieder die Knarre in der Hand nehmen? Ich glaube, es war die. Ich bin mir 100%ig sicher. Doch, passt. Sehr schön. Dem habe ich schon den Kopf gegeben gehabt. Ja, ich weiß. So. Und wieder weg. Hätte man sauberer machen können, aber okay. Oh, Junge, Alter. Armenia, Süße, ich hoffe, dir ist klar, was ich von deiner Beziehung zu Sid halte. Der Kerl ist ein nichtsnutziger Junkie. Ich erlaube nicht, dass die Erbin des Herbert-Vermögens eben dies an so einen verschwendet. Ende der Diskussion. Inzwischen weiß ich, dass ich offenbar nicht streng genug war. Anstatt ihn nur hinter Gittern zu bringen, hätte ich ihn erschießen sollen. Ich sehe meinen Fehler ein. Wenn ich meine Leute mit ihm erwischen, werden sie ihn auf der Stelle neutralisieren. Fick dich, Dad! Nee, tut mir leid, das zu lesen. Wir reden, wenn du wieder nach Hause kommst. Okay, ich wusste nicht, dass 3 größer als gleich 8 fick dich heißt. Ja, enttäuscht von dir. Okay, cool. Wusste ich nicht. Ist das dieses neue Jugendwort des Jahres? Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie die Auswahl gerade zwischen den dreien ist. Ich dachte tatsächlich, das wäre schon irgendwie 1000 Mal durch. NPC ist, glaube ich, dabei. Keine Ahnung, Bruder. Solange kein NPC-Stream ist, ist mir egal. Gut, ich würde sagen, wir machen noch eins. Und zwar das. Dann haben wir nur noch die auf der Straße hier offen. Also außer, das ist mega lang. Dann machen wir es nicht. So. Erstmal weggurken hier. Guten Tag, wir sind ja gleich da. Servus. Was ist hier? Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Wie viele? Gibt's so viele. Und die sind alle relativ schwach, das gefällt mir ganz gut. Du gehst jetzt hier vorbei, dann gebe ich dir in den Kopf. Okay. Ich konnte mich gerade eben gar nicht sehen, möchte ich anmerken. Ich muss sagen, unsichtbar durch die Gegend laufen, komplett useless. Ich muss mal kurz was anderes ausrüsten, glaube ich. Gib mir mal eine Sekunde. Optische Tarnung. Minus 90% Sichtbarkeit. Ja, okay, ich hätte gerne einfach wieder eine Granate. Und zwar tatsächlich einfach eine ganz normale Granate. Antiperson. Nee, die macht fast keinen Schaden. Bitte Granate, zack, danke. So, kurz laden. Au! Opfer. Ja, hat sich einen kleinen Kopfschuss gesetzt. Gut.
Würde ich sagen, haben wir den 20 Minuten knapp erledigt. Kleiner Rückenmarksschuss. Kleiner Kopfschuss. Dem Rollen in den Kopf schießen. Okay, den habe ich nicht mehr getroffen. Ich glaube, der hat auch schon keinen Kopf mehr. Gut, und was haben wir jetzt hier? Nichts weiter. Okay, Ehre. Damit haben wir das hier auch beendet. Kurz haben wir eine Exekution hier vorgenommen. Wer war die überhaupt? Scavenger, ja, okay, Much. Okay, geht nicht kaputt. Oh, Alter, ich habe ja keine Munition mehr für die Pistole. Ja, okay. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir vermutlich eine Nebenmission. Oder machen wir erstmal den Bereich fertig. Komm, wir machen erstmal die beiden, Cyber-Psycho-Angriffe. Ich weiß, ich habe noch eine in der Wüste hier oben. Da oben. Das ist die einzige, die wir noch haben. So, Cyber-Psychos, 3 Stück. Ich glaube, es sind die einzigen Cyber-Psychos, die wir noch haben. Cool. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!